Zum Brand zweier Ölkessel im Grünen Winkel, zu einem Brand in einer Turnhalle auf dem Distelberg sowie zu zahlreichen Verkehrsunfällen wurde die Freiwillige Feuerwehr Güstrow 2016 gerufen. Auf 214 Einsätze schauten die Kameraden mit ihren Gästen aus Politik, der Stadtverwaltung und vieler enger Freunde und Partner am Sonnabend zu ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Wehrleiter Markus Parschen ließ das Jahr Revue passieren. Gleich am ersten Tag des Jahres wurden sie zu 4 Bränden gerufen. 14.000 Stunden wurden im Jahr geleistet, Qualifizierungen und Ausbildungszeit. 25.000 Kilometer fuhren die Kameraden, um 58 Brände zu löschen und 79 Mal technische Hilfe zu leisten. Wassereinbruch durch Dauerregen, umgestürzte Bäume durch Sturm oder auch einige Verkehrsunfälle, die Kameraden der Feuerwehr werden immer häufiger zu technischen Hilfeleistungen angefordert. Auch ein im Eis eingebrochenes Reh forderte das ehrenamtliche Engagement der Wehr. Der Wehrführer erzählt auch von schweren Einsätzen. Schwere und leichte Einsätze kann man eigentlich schlecht definieren. Von der psychischen oder physischen Belastung her sind natürlich eindeutig langwierige Brandeinsätze zu nennen. Das waren nun mal die Brände, der Schlossbrand in Charlottenthal. Natürlich hat man auch die psychische Belastung sehr groß, das sind die Verkehrsunfälle. Wenn man nun wirklich ankommt, und das haben die Verkehrsunfälle auf der B103 gezeigt, wenn man dann halt bei Ankunft an der Einsatzstelle schon den brennenden PKW sieht und man weiß ganz genau, dort ist noch eine Person drin und man kann dieser Person nicht helfen. Diese Einsätze belasten natürlich extrem die Einsatzkräfte. Andreas Brunotta als erster Stadtrat würdigte die Arbeit der Einsatzkräfte im Dienst der Menschen. Landesbrandmeister Hannes Möller stellte dann eine brennende Frage, ob jeder Einsatz der Feuerwehr für diese ehrenamtlichen Helfer gerechtfertigt ist. Oder macht es sich die Gesellschaft da etwas zu einfach? Markus Parschen spricht auch diesen Punkt an. Es wird zukünftig auch geprüft im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung, inwieweit kann man noch freiwillige Feuerwehr unterhalten. Ja, und da stellen sich verschiedene Fragen oder Antworten sind dort zu bringen. Kann man auch eine freiwillige Feuerwehr zum Beispiel mit hauptamtlichen Kräften in einer Kreisstadt aufstellen, sodass man im Prinzip auch einige Kräfte hauptamtlich beschäftigt. Und das meinte auch der Landesbrandmeister damit, inwieweit kann man das Ehrenamt noch beschäftigen damit. Wir haben ja in der Badachstadt den günstigen Umstand, dass einige oder viele beschäftigt sind bei der Stadtverwaltung. Und das war eigentlich schon in der Vergangenheit so, dass der Bürgermeister darauf Wert gelegt hat, dass seine Mitarbeiter auch in der Freiwilligen Feuerwehr sind, sodass er für seine Gemeinde auch genügend Feuerwehrleute für die kleineren Einsätze eigentlich tagtäglich zur Verfügung hat. Wenn man die Einsatzzahlen sieht, sollte darüber wohl dringend nachgedacht werden. Durch Rückzug von öffentlicher und staatlicher Infrastruktur würden Aufgaben immer häufiger freiwilligen Feuerwehren übertragen, die vielleicht nicht unbedingt in deren Aufgabenbereich gehörten. Hannes Möller hob hervor, dass Kameraden ihren Dienst zumeist in ihrer Freizeit tun. Die Gesellschaft dürfe die Feuerwehr fordern, aber nicht überfordern. Die Jahreshauptversammlung wird alljährlich auch dafür genutzt, um Kameraden auszuzeichnen. Die Ehrennadel in Silber des Landesfeuerwehrverbandes erhielt Peter Loof, der schon viele Jahre bei der Feuerwehr und jetzt in der Feldküche tätig ist, und Erika Unger, die das Blasorchester der Feuerwehr leitet. Matthias Klich erhielt diese höchste Auszeichnung in Gold. Er ist ein zuverlässiger Kamerad und seit über einem Jahrzehnt sehr guter Ausbilder. Bereits seit 30 Jahren gehören Klaus Hellmann, Andreas Linder und Günther Büttner zur Feuerwehr. Sie engagieren sich gern. Klaus Büttner ist froh, dass sich immer wieder genügend Jugendliche finden, die genau hier ihren Platz sehen, in der Feuerwehr. Damit treten sie schließlich auch in seine Fußstapfen. Man muss sich wundern, dass die jungen Leute so viel Bewusstsein haben und sagen, wir gehen hin. So viel Freizeit, die sie dafür geben, viel Energie und so weiter und so fort. Und wie viel Disziplin dazu gehört. Ja. Das muss eben gelernt sein und das muss drinstecken. Und es ist schön, dass es so viele junge Menschen gibt und so weiter. Und ich war damals auch eben so einer. Dass Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr nachkommt, wurde an den ersten Beförderungen deutlich, die vom ersten Stadtrat durchgeführt wurden. Martin Stelter, Mick Bolange und Dennis Möller wurde die Urkunde überreicht, dass sie nach Absolvierung aller Weiterbildungen in die aktive Wehr übernommen wurden. Michelle Prill wurde zur Oberfeuerwehrfrau und Gerrit Künzel sowie Patrick Sümnich zum Oberfeuerwehrmann befördert. Steffi Möller und Philipp Linder gehören nun zu den Hauptfeuerwehrfrauen bzw. Männern und Konstantin Bornhöft wurde zum Löschmeister ernannt. Letztlich erhielt Matthias Eisenblätter eine Auszeichnung, weil er seit nunmehr 25 Jahren viel Zeit bei der Feuerwehr verbringt. Ein Nachtrag. Freunde aus Wisselhövede waren angereist, aber diesmal fehlten Kameraden aus Grunzhagen, die sonst oft und gern nach Güstrow gekommen waren.
Allerdings ist kürzlich deren Feuerwehrhaus mit aller Technik und Fahrzeugen abgebrannt. Wehrführer Markus Parschen versäumte es nicht, ihnen sofort seine Unterstützung anzubieten. Güstrow zählt zu den leistungsstärksten und einsatzreichsten Wehren im Land und vielleicht auch zu den sangesfreudigsten. Zumindest beim Abschluss des offiziellen Teils der Jahresversammlung hätte man es annehmen können, als sie das Lied »Es hat Alarm geschlagen« erklingen ließen. Schon jetzt steht übrigens fest, dass es im kommenden Jahr keine Jahreshauptversammlung in diesem Rahmen geben wird. Denn 2018 feiert die Feuerwehr Güstrow ihr 150-jähriges Bestehen und das mit der Stadt gemeinsam das ganze Jahr.